das Meer. Der E-Book. Es geht los. Es begab sich zu einer Zeit, als die E-Book das 14. Jahr beging. In einem weiteren Jahr der heiligen Franziska. Ja, wenn ich mich richtig besinne, im Juli des Jahres 2020. Da ward geweckt aus tiefem Schlafe ein Wesen so alt wie die Zeit. Der Tumult und der Drang, der reicht bis tief in die tiefsten Tiefen der Stadt, genannt Zwickau, ward hervorgerufen durch eine Gesellschaft von umtriebigen, aber friedvollen Zeitgenossen, die sich daran machten, ein brachliegendes Land erneut zu bewirtschaften. Sie kamen mit schwerem Geräte. Im Sinne nur Gutes, aber nicht gewahr des in der Tiefe lauernden Unheils, welches sich angezogen von dieser Art von Lärm und Lichte anschickte, erneut zu erheben sich und sich zu laben an den Schaffenden. Jenes, es ward ein durchschnittlicher Geist, gefährlich, ohne Zweifel, von 4 Fuß Höhe, mit Flügeln, auch und mit scharfem spitzem Zahn, einer grobschuppigen Haut, schützend wie ein Harnisch, jedoch durchschnittlich. So erzählte man sich es in den alten, längst vergangenen Tagen. Doch das Wesen erwachte nun und die unheilvolle Tragödie beginnt. Aber seid gewarnt, ihr Sterblichen, es ist das Grauen. Von dem ich euch erzählen will. Es war im Sommer des besagten Jahres, als es sich begab, wie gesagt, mit schwerem Geräte und dem Gedanke ankommendes, dass das junge Volk das Gelände begann, Opa zu machen. Opa im Sinne des geistigen Ausdrucks, der sich ergießen sollte auf Wand und Fenster, sodass aus altem Neues entstehe. Eine Heimstätte der Kunst, des Gemalten und des Geschaffenen. Aus allem, was dieser fruchtbare Acker an Gut darbot, sollte Neues entstehen. Nichts Ketzerisches hatte dies zu tun, nein, Mahnendes und im Auge Gefälliges war es, was im Sinne war. Aber genug davon, lasst uns am Anfang des tragischen Ereignisses beginnen, in welches sich nicht einmal Shakespeare oder Homer hätten in ihren kühnsten Fantasien versteigen können. Seid aber gewahr, dass dies nun Wiedergebene sich beim Kreuz Jesu tatsächlich eignete. So wahr, wie ich die Hand vor Augen sehe. Wer? Oh, was? Still, Chikora. Andere wollen hier Ruhe halten. Bla, bla, bla. Was? Was murmelst du da? Ach nein. Nichts Wichtiges. Lasst euch nicht stören. Ich gehe mir kurz die Flügel ausklopfen. Ich bin gleich wieder da. Gut. Nun, dann eile schnell von innen. Und keine Faxen. Nicht wie damals. Nein, nein. Nein, nein. Nanu, wie ist mir geworden? Ich rieche. Ich rieche idealistische Menschen mit lecker Kunstanspruch. Hier bleibe ich nahrhaft die Gegend. Dass es sich laben sollte, kam dem Geiste in dem Sinn. Warte nun seine Aufgabe geworden, von höherer Stelle bestimmt. Gewiss, dies sollte seine neue Berufung werden. Nun vergingen die Tage und das brachliegende Land aber veränderte sich. Hier wurde ein Weg geschaffen, wo vorher noch keiner war. Dieses alte Haus wurde wieder bewohnbar gemacht. Gehölz wurde beiseite geschafft und viele Fußkabel verlegt. Lichter gingen an und sogar ein Feuer loderte. Dies freute unseren Geist, denn all diese Umtriebigkeit ließ das Wesen wachsen, größer und kräftiger werden. Doch es blieb im Verborgenen und genoss, was zu genießen dargeboten wurde. Doch dann, eines Tages, wurde dem Wesen gewahr, dass es mehr wolle. Dies steigerte sich bis zu jenem Tage, der von einem heftigen Gewitter begleitet, das kommende Grauen einberufen wurde. Oh, mischt euch, hier geht Neues vor sich. Nicht nur die Bekannten rieche ich, nein, andere sind gekommen. Ich sehe sie malen, aber ohne Pinsel, mit kleinen Kübeln
aus Metall, aus denen Farbe schießt, wenn sie draufdrücken. Sie fügen Holz zusammen mit Geräten zu Statuen, die nichts mehr mit den Heiligen zu tun haben, die Menschen damals aus Stein hauten. Das Wesen wurde unruhig. Schon mehrere Tage hatte es ein großes Verlangen nach mehr. Nach einer Berührung, nach einer Vereinigung mit den Schaffenden. Das Wesen wusste weder ein noch aus und ihm war schwindelig. Ich geh mich betten. Welch ein Tag. Ruhe brauche ich. Leg mich hin. Gebe mich dem Traum hin. Doch dem Wesen sollte die Ruhe, die es sich erhoffte, nicht vergönnt sein. Es wurde heimgesucht von schlimmen Träumen. Heftig krümmte es sich unter schlimmen lauten Geräuschen, die in der Schwärze seines Traumes auf ihn einstürmten. Gequält, mit heftig pochendem Kopfe erwachte es. Doch der Lärm erblieb. Es versuchte sich zu besinnen. Woher kam dieser infernale Lärm? Von einer sich steigernden Wut gepackt, rast es aus seiner Zuflucht heraus. Wer? Was? Ah, da kommt es her. Um die nächste Ecke, die es pog, stand einer dieser Menschen. Er ist groß wie ein Baum. Welch wenig Haar auf dem Kopfe, aber im Gesicht hat er dafür umso mehr. Er schwingt seinen farbigen Kübel auf recht genaue, ja pedantische Art. Aber welch frohe und gar lustige Bildnisse er damit erschafft. Doch dies soll ihm überhaupt nichts nützen. Farbberührend bemerkte er das heranstürmte Wesen nicht. Das Wesen? Nein, dieses Tier! Rasend griff es an und schlug dem Mann seine Zähne in den Hals. Keine Möglichkeit zu reagieren, warf der Mann auf der Stelle gefällt wie ein Baum. Schockgefrorenes Blut spritzte im hohen Bogen. Gliedmaße verteilten sich unästhetisch hinterkekend und Knochen zerbarsten in einem krachenden Furor. Oh, alles gut. Mehr? Ein Ohrläppchen. Ein Bäckchen liegt da ja noch. Zufrieden lächelnd, dachte sie zum labenden Male, zog er sich zum Zwecke der Verdauung in sein wärmendes Versteck zurück und versank in einem Traum. Formen, Kompositionen, Linien und Flächen und von seltsam wirkenden grünen oder braunen Behältnissen, welch ein gar angenehme Flüssigkeiten vorhielten. Überrascht von diesen gar unbekannten Erscheinungen, erwachte es im Dämmern des Morgens. Licht erklomm in der Tiefe der Brache und ein ständiges Pochen erweckte ihn und seine Neugier. Ah, sie üben sich in Melodeien. Es muss mehr von dieser Nahrung zu erlangen sein. Es folgte dem hypnotischen Pochen, bis es zu einem Hämmern wurde, welches aus einem Keller drang, in dem es mit einem gewinnten Satz hineinschlüpfte. Versteckt hinter vibrierenden und krachenden Truhen erspähte es einen einzelnen Mann, der virtuos auf einem blinkenden Tisch seiner Arbeit nachging. Welch hämmernde Klapperter Gesänge, er pocht. Ist das Pochen in ihm gar? Und er stürzte sich voller Inbrunst auf das pulsierende und vibrierende Wesen. In vollkommener Stille zerteilte es den Körper in zwei Hälften. Doch das Hämmern ging weiter. Schau an. Es scheint mir Musik zu sein. Musik wie von Hämmern. Dumpf wie das hässliche Glockengeläut. Als wäre jeder Tag heilig. Aber es pocht in diesem Wesen. Aber es hat Fleisch, viel Fleisch,
lecker. Arme, Beine und Leber. Nachdem der letzte Finger aufgekissen und das restliche Blut und der pochende Klängel aufgeschleckt worden war, kroch er abermals zufrieden aus dem immer noch stampfenden Keller. Die ersten Sonnenstrahlen trieben ihn in sein Versteck, wo er sogleich in einem tiefen Schlafe versank. Frequenzen, Harmonien, Rhythmen und Takte von bisher unbekannter Art schwangen durch diesen Traum. Und immer neue Tonfolgen, die von Farbe begleitet zu einer großen, gar herrlich pochenden Symphonie anschwoll. Verdammte Arschgeige! Und wir, die Wesen, die nicht vom Grab angetrieben von ehrlicher kultureller Empörung. Nicht lange, und er fand den Störenfried. Dieser ist es also, der meine wohlklingenden Melodien stört. Hat er nicht ein gar irres Grinsen unter seinem Hut? Er betreibt das schändliche Werk der Baumetzelei mit einem drehenden Eisenstab. Diesem lärmenden Unhold werde ich eine ewiglich währende Lektion erteilen. Der säckende Unhold hinkegen war ganz in seiner Arbeit gefangen. Der dicke Balke wollte einfach nicht durchgehen. Kass, 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 dachte er. Setzte nochmal an und dann stoppte es abrupt. Die Säge stand wie vom Blitze getroffen, vollkommen still. Und sein Blick folgte dem Blatt. Was nun vor ihm erschien, ließ das Blut in seinen Adern gefrieren. Ein durch und durch verschobenes, gar unästhetisch, ja hässliches Etwas hielt die Kette mit riesigen Klauen fest im Griffe und starrte ihn mit seinen gelblich funkelnden Augen auf eine durchdringend wütende Weise an. Dennoch glaubte er in diesen starren Augen etwas Vertrautes zu sehen. Aber noch bevor er sich dessen bewusst wurde, durchtrennte eine scharfe Kralle seine Kehle. Und die Säge bohrte sich plötzlich in rhythmischer Art und Weise in seinen Bauch. Er brachte noch ein letztes Also heraus, dann schwanden ihm die Sinne. Welch angenehme Stille und welch geschmeidiges, doch festes Fleisch er hat, als hätte man es in Öl eingelegt. Er leckte seine Kralle sauber und verschwand in seine Versteck. Schrauben, große Schrauben, Werkzeuge, Maschinen, Getriebe und ellenlange Balken, klirrende Metallstangen formen sich zu immer neuen Gebilden. Umwickelt mit schweren Ketten und Stahlseilen. Standsicherheitsberechnungen. Abgetrennte Köpfe von übereifrigen OrdnungsamtsmitarbeiterInnen zerstörten die filigranen Konstruktionen, um sie gleich darauf in einem Reigen aus Metall und Holz speienden Fontänen wieder auferstehen zu lassen. Schraubenschlüssel, Hämmer, die Kopiersägen tanzen in einem furiosen, nimmer enden wollenden Zetati. Gestärkt und ausgeruht erwachte es und machte sich im Schutz der Dunkelheit auf den Weg in die Brache. Irgendwie verspürte es, je tiefer es in die Brache kam, den Drang, sich auszudrücken, etwas zu bauen, ja sogar kreativ zu sein. Doch irgendetwas fehlte noch. Ein unbestimmtes Etwas, das an seinen neugierigen Nerven pickte wie ein Huhn auf einem Klavier. In der Dunkelheit erspähte es plötzlich eine hagere, heftig histolierende Gestalt. Diese scheint mir recht aufgeregt zu sein, redet sie gar mit einem plärrenden Schächtelchen. Und welch seltsames Sprachwerk. Klinkenstecker, Monitore, Volltrottel, Verspätung, was soll dies bedeuten? Kultureller Kontext? Was ein gar seltsames Wortgebilde. Mich deucht, es geht in ihrem Kopfe recht irre herum. Nun,
erlösen werde ich sie von ihrem Pein. Sprach's und stürzte sich mit einer altruistischen Anwandlung auf sein ahnungsloses Opfer. Abermals folgte ein Rausch aus fliegenden Knochen, Gliedmaßen und Blut, welches sich in einer gar lustigen, dem Kontext ignorierenden Weise internächtlich Stille verteilten. Nur aus der kleinen Kiste kamen noch fragende Laute, bis diese mit einem druckvollen verstummte. Zurück im Versteck fühlte sich das Wesen nun immer kompletter und versank in gewohntem Vertrauenstraume. Termine, Termine, Termine. Künstlerlisten, Materiallisten, Essenslisten, Listen. Erschienen ihm nun endlos lang rollenden Bändern, die sich in den Himmel schlängelten. Fördergelder! Schallt es aus riesigen Fanfaren und eine Horde Schüsseln, gefüllt mit Backstage-Essen, jagten ihn über stachelnde Wiesen aus Eintrittsgeldern und GEMA-Gebühren, als dornig leuchtende Blumen emporschossen. Ein Team-Meeting mit Captain Janeway und Gummitieren machte dem Albtraum ein Ende, aber erst, nachdem der Wodka an die Vögel verköstigt wurde. Die letzten Stockram klirrten noch in seinem pochenden Schädel, als es etwas verwirrt aufwachte. Oh, dieser Wochtelmensch! Solch nervöses Essen sollte ich am Abend vermeiden. Draußen erwachte eine neue, sternfunkelnde Nacht. Und das Wesen machte sich wieder auf den Weg, um neue, aufregende Dinge zu sich zu nehmen. Und was für welche? Südamerikaner, Operpeiern, Chemnitzer, Maler, Bildhauer, Köche, Elektriker, Kulturwissenschaftler, Praktikanten, Zimmerleute, große und kleine, Tünne und Ticke, Betrunkene und nicht so Betrunkene, Gerade und Gerumme, Verwirrte und Verirrte, Schreiberlinge und Kameraträger. Es ward ein Fest. Eine Gaumenfreude, ein Seelenschmaus. Einer aus armen Füßen und Knochen. Piss, ja Piss, niemand mehr da war. Und als sich die Sonne an jenem Morgen über den Horizont hob, da ward es geschehen. Nirgendwo drang Laute hervor. Keine Baumaschinen verrichtete ihren Dienst. Kein Gerät lief an, um Holz zu zerteilen. Noch ward irgendwo eines dieser feinen Sprühspritzgeräusche zu hören. All jene der Umtriebigen waren getilgt worden vom Antlitz der Welt. Hier und da lag noch etwas Stückwerk derer herum, die das Wesen in seiner Gier und seinem Wüten nicht mehr gänzlich hatte herunterschlingen können. Chikura lag matt und faul in der Sonne und gab sich all diesem lustvollen Träumen hin. Es atmete schwer unter den Massen, die es geworden war. Die Sonne schien heiß und nichts konnte dem zufriedenen Grunzen, das ihm hin und wieder entfuhr, etwas entgegensetzen. So ging dieser Tag seinem Ende entgegen, in stiller Eintracht mit dem Werke des Wesens. Als es nun aber dämmerte, da eilte aus der Ferne etwas heran. Etwas, das er auf das Gemüt des friedvoll Schlummernden Einfluss nahm. Etwas kam, und es war unaufhaltsam. Eine schemenhafte Gestalt in einer Korona aus allerlei buntem Gelichter schoss heran. Es kreiste ein, zwei Male über der stillen Brache. Er spähte das im Traume sich windende Tier und es schoss auf es hernieder. Dem Schlummernden gegenüber kam es zum Stehen, stieß mit seinem Zepter auf die Erde hernieder und ein sphärisches Donnern erschall. Einmal! Chikura murrte in seinem Schlafe. Zweimal! Es öffnete seine Augen und erschrak. Es kannte diesen. Es ward gefunden von höherer Macht. Und es sah sich Tim Sandpoten gegenüber. Er war gewandert in den Farben und versehen mit dem Zeichen des Ati von Das. Noch einmal stieß der Stab auf die Erde und noch einmal hallte das sphärische Donner durch den Äther. Hellwach, aber größtenteils bewegungsunfähig
und die Vertauungsprozesse gefangen, stützte es sich auf. Da hob der Sandpot in den Arm. Mit ausgestrecktem Finger auf Chikura weisend, ward Stille. Wo gerade noch der Wind sein leises Flüstern erhob oder ein Singvogel sein Lied zum Besten gab. Es ging etwas von diesem Sandpoten aus, eine alte Energie, die alles ehrfürchtig schweigen und verstummen ließ. Und dann sprach er. Ja, ich bin sehr glücklich, hier sein zu dürfen, weil für mich das auch immer wieder Abwechslung ist. Nicht dieser stumpfe Kulturbetrieb, der bringt mich um. Ich muss immer wieder raus in andere Felder, weil die Kunst eben auch alle Felder umfasst. Ja, die Kunst ist die Basis von Architektur, die Kunst ist die Basis von Medizin, die Kunst ist die Basis der Wissenschaft, die Kunst ist die Basis des Rechtswesens. Die Kunst steht immer vor den Dingen, weil die Kunst auch die Zukunft ist. Und nur das, was zukünftig ist, überlebt. Nicht? Kunst ist die Garantie, dass etwas überlebt. Und wir müssen untersuchen, warum ist die Kunst so stark? Also Kunst ist eine Verfassung, die eigentlich nur aus einem Wort besteht. Zukunft. Bist du zukunftsfähig, hast du das Recht. Wenn du nicht zukunftsfähig bist und dich der Kunst, also der Zukunft, in den Weg stellt, verlierst du alle Rechte. Du hast sie einfach nicht mehr. Nachdem es geendet hatte, wusste Chikura nun, dass es nichts mehr gab, was es retten könne. Es fügte sich mit einem leisen Wimmern und demütig dem Urteil. Erneut hob der Senpote den Stab, hob ihn gen Himmel, breitete Sotan seine Arme aus und richtete das Chikura. Der Stab spie reine Energie in alle Himmelsrichtungen. Und da hieb der Sandpote zum letzten Mal ihn auf die Erde. Und es schoss ein Strahl auf das Chikura zu. Er traf es. Und sofort begann die äußere Form wie in Wellen zu schlagen. Immer heftiger ging dies, bis es in einem hellen Lichte auseinanderstob. Das Chikura ward nicht mehr. Die Stille, die gerade noch wie ein schwerer Teppich aus Tamast über dem Gelände hing, verflog. Und die Vögel in den Ästen der Bäume hoben zu neuem Liede an. Der Sandpote, zufrieden sein Werk betrachtend, verweilte nur kurz. Es zog ihn heimwärts, zum Äther, hin, wo er sich heimisch fühlte. Doch kaum kam die Nacht, da ging etwas Seltsames vor sich. Die Überreste des Chikura, es war schrecklich anzusehen, sie krochen aufeinander zu, klitschend und zuckend, gingen sie zusammen. Wieder natürlich schob sich etwas in fünf Haufen, reckte sich gen Himmel und nahm Gestalt an. In Form des Menschen gleich standen sie in Kreise, sich selbst und deren neben ihnen gewahr werdend, betrachteten sie alles rings um sie. Man sah ihnen nicht mehr an, was sie gewesen, dennoch, dass sie etwas völlig Neues waren. Sich selbst erkennend und immer mehr ihre Aufgabe bewusst werdend, sahen sich Aug in Aug mit einem galaktischen Schicksal. Kräfte, die aus all dem kamen, die das Chikura in sich aufgenommen, die Essenz der Talente, die das Chikura aus seinen Opfern gewonnen hatte, verteilten sich nun auf diese fünf. Sie sahen das Gelände, all die Herrlichkeit und die bestechende Logik, die darin lag, es zu Ende zu bringen. Alter sahen sie und sie wussten, dass es gut war. In wortlosem Einverständnis gingen sie, das große Abenteuer zu bestreiten. Schafften, bauten, formten, organisierten, um diese großartige Plattform zu gestalten und zu bespielen. Und seht ihr Ungläubigen, es ward getan!